Wenn ich jetzt davon ein PDF erzeuge, habe ich eine Zeichnung mit Bemaßung. Und wenn ich das jetzt hier verändere, muss ich anders verändern, muss ich so machen, 50 zum Beispiel. Habe ich das verändert und das Maß ist automatisch angepasst. Also ich kann die Archmaße parametrisieren, dass die sich an der Geometrie mitverändern. Aber das ist ein unverhältnismäßig hoher Aufwand. Ja, das ist dann, ja, das geht, aber dann würde ich lieber in Sketcher arbeiten. Dann gebe ich da einmal das Maß, weil ich muss dann diese Maße quasi parametrisieren und mit Formel Editor an Geometrien knüpfen und das ist sehr mühsam. Ja, also das ist wirklich, und wenn man Pech hat und dieses Topological Naming Problem kommt dann und irgendwelche Kanten werden umbenannt und dann ist alles wieder grützig und nicht zuverlässig. Ja. Das würde ich nicht machen. Also obwohl es geht, ich bin auch ein Fan von Draft und Arch natürlich, aber so weit gehe ich nicht, dass ich jetzt alles darin machen muss, nur weil es damit geht. Ich nehme das, was am einfachsten geht. Und wenn, ich jetzt assoziative Maße haben möchte, dann ist es am einfachsten mit SketchUp.